damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Nathan Twist. Zu einem neuen Part Fire Emblem. Ich habe mir nämlich was Neues überlegt für dieses Projekt. Erstmal, letzten Part waren wir in Laos, haben Erik besiegt, sein Vater ist geflüchtet. Und wir gehen uns jetzt wohin wir wollen. Ich weiß es noch nicht, das wird hier auch noch nicht gezeigt. Wir sehen es gleich. Deswegen werde ich jetzt so ein bisschen laufen lassen. Also, Elliot und Hector unterhalten sich. Oh, er ist da, was ist los? Da passiert doch was. Oh, wo sind wir? Oh mein Gott, was, Lynn? Ja, das ist, okay, das ist ein bisschen Drama. Aber wir sind wieder in Kaelin. Und wir bekommen jetzt Lynn wieder. Und ja, deswegen, das war ja das Wichtigste. Und da sind wir. Und wir sehen Florina im in the Sky. Und jetzt haben wir. Jetzt haben wir ihn schreien. Ja, da haben wir ein Bild. Ey, wird schreit Florina an. Na egal. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zur Änderung für dieses Projekt. Und zwar nämlich, dass ich dieses Projekt jeden Tag hochladen werde. Damit ich es erst abgehakt kriege. Und ja, also das ist abgehakt kriege ich. Vielleicht, dass es so lange geht wie möglich. Aber wenn halt jeden Tag ein Video kommt und dann so Sachen wie Minecraft und so kommen, wenn sie kommen. Habe ich den Rab hier wirklich schon so hart benutzt? Wow. Auf jeden Fall. Schau uns mal die Map an. Wir haben hier den Boss. Auf Level 16. Das ist gar nicht gut. Den kann man nur mit Hector angreifen. Da das Wolfball einfach mal übelst stark ist gegen Ritter. Ja, wir haben hier eine weibliche Myrmidone. Ich hatte das ja schon mal erzählt bei den Myrmidonen. Bei den Schamanen war das. Könnt ihr mal gucken. Dann gleich das hier mal. Ich lasse es jetzt mal. Ich guck mal. Okay, dann schau ich das mal an. Also, wohin das geht. Und das müsst ihr. Das vergleichen wir das mal hiermit. Da merkt man es schon, dass es einfach viel höher ist. Dass die einen höheren Cap-Stat erreichen können. Und wir müssen das Dorf retten mit Lynn. Denn Zane kennt unsere Benutzer ja nicht, aber die muss ich hier leider hier drin haben. Und deswegen. Wir machen noch schnell Preparation, alles. Und wir fangen auch direkt an. Also, wie gesagt, Fire Emblem If jeden Tag. Und Rocket League und so. Nehme ich am Wochenende immer auf. Deswegen, keine Sorge, es kommt auch, aber. Ja. Oh. Sie hat mich Alien genannt. Sie hat mich wiedererkannt. Und wir haben noch neue Musik. Also jetzt beginnt es langsam mit der ganz mit den ganzen Custom-Musiks anzufangen. Gibt es ja eigentlich irgendwelche Besonderheiten. Ja, der du droppst ein Thunder, das weiß ich. Aber ihr seid keine Bogenritter, oder? Doch du hast einen Bogen. Du hast auch einen Bogen. Du benutzt hier keine Ballista und können die nicht benutzen. Ich muss auch gucken, hier werden Banditen spawnen, die muss ich töten. Aber mit Florina fliegen wir hier hin, dann werde ich sie gleich hier hin versetzen, damit sie halt den roten Edelstein nimmt, der hier drin ist. Mit Zane nehme ich hier den Edelstein. Ja, und gehe den verkaufen. Gold brauchen wir halt nur, um am Ende Elixiere zu kaufen. Also nicht so wild, das werde ich auch noch genug haben. Ich werde eh am Ende alles verkaufen. Und du gibst immer das Stahlschwert und reitest hier hin. Und du begibst dich auf den Weg zu den anderen. Wir müssen auch bei den weiblichen Midonen aufpassen, denn die haben 6 Movement anstatt 5. Das ist noch etwas schlimmer. Ich überlege auch mit Eddie wird jetzt hier hinzugehen, dann kann er nämlich sich um die Banditen kümmern. Und hier müssen wir kommen, ich weiß nicht in welchem Zug kommen hier jeweils 2 Kavaliere. Da muss ich auch gucken. Aber alles nach dem anderen.
Ich will jetzt erstmal drauf losreiten. Und gebe hier die Engelsruhe ab. Aber die Musik, die kommt, wenn die Gegner dran sind, ist glaube ich immer noch die. Nee, die kann doch gar nicht. Die Laus-Musik, die man eigentlich jetzt zum ersten Mal in Laus hört. Oder auf Englisch The Messenger. So wie sie auf Englisch heißt. Naja. 19 KP, na egal. Ja, The Messenger. Und die haben nur diese Musik. Das ist die neue Musik hören wir erst ab Kapitel 16x. Aber da sagt noch nichts zu. Hast du dich bewegt? Nein, du hast dich nicht bewegt. Du hast dich bewegt. Hierhin. Nee, du bist hier. Hier müssen ja auch drei stehen. Ja, komm. Ich muss sowieso angreifen. Oh, normale Musik. Und ein Miss. Die Brigands sind noch nicht gespawnt. Hier muss ich auch aufpassen, weil der hat halt. Okay, ich muss ja nicht aufpassen, der kann ja angreifen. Der steht ja am Mountain. Aber er kann wahrscheinlich durch sie angreifen. Ja, kann er. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Na egal. Ich finde es aber gut gemacht, dass da auch weibliche Klassen eingebaut wurden. Aber ich glaube nur weibliche Klassen, die auch wirklich existieren. Es gibt halt nur keinen weiblichen Helden. Es gibt keinen weiblichen Söldner, aber weibliche Helden. Und die Wulfanritter, die den Hektors Hardmod abfacken. Oh. Ich hab grad den Windows-Knopf gedrückt. An der Stelle auf jeden Fall. Sorry schon mal. Okay. Greif an. Und Critical Hit. Und bekommt eine Iron Blade oder Eisenklinge. Auch bitte nicht wundern, wie ich immer Sachen ausspreche. Das ist immer so, wie es gerade. Was mir gerade durch den Kopf geht für die Waffe. Okay, Hector. Du gehst hier hin. Ich hab Angst, dass er jetzt ausweicht. Gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe ja nicht gewusst, dass er ausweichen würde. Ein Resistance.